Einen schönen guten Morgen nach Deutschland und in die ganze schöne große weite Welt. Wir melden uns hier mit einem Sonderpodcast. Andreas hat Informationen von einigen seiner Zuträger, Whistleblower nennt man sie auch, empfangen, die schon Anlass zur Aufmerksamkeit, auch zur Sorge geben und die wir euch nicht vorenthalten wollen, weil dies tatsächlich im Mainstream, auch in der Politik, noch nicht offiziell besprochen wird. Aber es gibt viele Indizien, die bereits in diesen Weg weisen. Wir haben auch öfter schon über einige Punkte gesprochen. Wir haben hier auch schon gesprochen über das chinesische Sozialkreditsystem. Und das, was jetzt die Experten der Ministerien und auch der privaten angeschlossenen Unternehmensberatungen an Instruktionen bekommen haben, das lässt aufhorchen. Andreas, es geht um die neue sogenannte Strompreisbremse unter anderem, aber hinter diesem Begriff Strompreisbremse könnte sich etwas völlig anderes verbergen, was erst so langsam ans Licht der Öffentlichkeit gelangen wird. Ja, guten Morgen auch von mir. Wir haben gerade noch immer kurz gebetet, das machen wir immer, bevor wir einen kleinen Podcast machen, dass wir die richtigen Worte finden, weil wir wollen nicht erschrecken, sondern sachlich, vernünftig die Dinge rüberbringen, weil wenn man diese Dinge liest, dann gefriert einem manchmal schon das Blut in den Adern, wie Menschen so in der Lage sind, Veränderungen durchzubringen auf der politischen Ebene. Also es handelt sich hier offenbar bei dieser Strompreisbremse um den Versuch der Einführung eines bedingungslosen Grundeinkommens in Verbindung mit diesem Social Scoring System nach chinesischem Vorbild. Und das war für mich sehr erschreckend, weil es sind eben nicht nur Eventualitäten, sondern konkrete Ansagen, die gemacht werden im Bundesministerium für Inneren. Und hier geht es aus meiner Sicht um eine völlige Verohnmachtung der Bürger im Sinne einer Eigenverantwortlichkeit. Und das ist nicht nur eine unfassbare Entgleisung im Rahmen der sogenannten Demokratie, sondern aus meiner Sicht schon fast als kriminell zu bezeichnen, wenn ich das höre. Ja, jetzt ist natürlich wichtig, dass du uns erläuterst, was das Ziel dahinter sein könnte und was eventuell in Kürze auf die Bürger zukommt. Ja, wahrscheinlich nicht eventuell. Also es ist eine Situation, dass ein immer wieder willkürlich von der Regierung festgelegtes maximal zugeteiltes Energievolumen, das wird ja in Kilowatt ausgezeichnet, dass das zugeteilt wird, also pro Bürger oder pro Haushalt oder pro Firma. Das heißt, man bekommt also quasi ein bestimmtes Kontingent an Strom zugeteilt zu einem festen Preis im Rahmen dieser sogenannten Deckelung. Das ist erst einmal soweit okay. Günstig wird das nicht sein und außerdem ist es sehr knapp bemessen. Energiebezüge über diese Grenzen werden dann nur noch zu exorbitanten Marktpreisen zu beziehen sein. Das ist das Ziel. Somit sind Ausgaben wie das Laden von E-Autos oder das Nutzen der Sauna, der Swimmingpool oder auch der ganz normale Betrieb von Fernsehern zum Beispiel oder Computern kaum mehr möglich sein, weil nicht mehr finanzierbar. Das heißt also nur noch für die oberen 1% leistbar. Klingt völlig überzogen, wird aber so diskutiert. Also das klingt ja jetzt erstmal sehr pauschal, Andreas. Wie sieht das denn im Einzelnen aus? Wie spürt der Bürger das? Und wie wird das vor allem auch gemessen? Hat das was mit diesem Smart Meter zu tun? Also ich glaube, da geht es so ein bisschen um Willkür. Ob das über Smart Meter läuft oder was, das kann ich nicht beurteilen. Darüber kann man natürlich die totale Kontrolle durchführen. Die Blockwart-Mentalität wird natürlich dann wieder entsprechend nochmal motiviert. Wir haben gestern in unserem Podcast lange darüber gesprochen. Das aus meiner Sicht perfide ist jetzt daran, an diesen Entwicklungen und den Planungen, dass ein Bonus- und Malus-System vorgesehen ist. Bonussystem ist also im Prinzip eine Sache, dass derjenige, der sich angemessen verhält und wenig Strom verbraucht, dann vielleicht irgendwelche Zuwächse bekommt an Strom, also quasi zusätzlichen Strom bekommt und diejenigen, die nicht systemkonform sind, zum Beispiel kritisch sind, die bekommen dann eben halt Abzüge in ihrem zugeteilten Strom. Du meinst, dass damit die Bevölkerung zu politischem Wohlverhalten erzogen werden soll? Das ist quasi eine Abschaffung der Eigenverantwortlichkeit, aber das
Allerdramatischste aus meiner Sicht ist hierbei, dass dafür eine Software nötig ist und die ist von T-Systems bereits entwickelt, liegt also bereits vor nach unseren Experten, also nicht in Planung, sondern es ist bereits entwickelt. Und somit kann man bei nicht gewolltem Verhalten den Stromdeckel willkürlich für bestimmte Personen oder Gruppen absenken und bei vorbildlichem Verhalten einen günstigen Aufschlag gewähren. Und ganz besonders erschreckend war für mich eines: Ein Vertreter des Bundesministeriums des Innern spricht dabei allen Ernstes davon, dass man zum Beispiel pro Impfung einen Stromzuschlag für den Bürger gewähren könnte, also dass er dann mehr Strom bekommt pro Impfung. Analog dazu würde das bedeuten, dass man zum Beispiel bei Nichtimpfungen zum Beispiel den Stromanspruch oder die Zuteilung reduzieren könnte. Also es ist natürlich, Andreas, beeindruckend beängstigend, wenn wir hören, dass die Software dafür schon vorliegen soll von T-Systems. Wir haben ja auch über verschiedene Apps hier in den letzten 2,5 Jahren gesprochen, diskutiert, haben versucht, das zu untersuchen. Und da ist tatsächlich viel Geld reingeflossen in verschiedene Apps. Ist das vorstellbar, dass das auf dem Wege im Schatten entwickelt wurde? Also ich verstehe zu wenig davon, wie das technisch nachher abläuft, aber überwältigt hat mich eines: dass sowohl die Formeln, das ist ja ein mathematischer Prozess, als auch die gesamte Software, wie immer die gesteuert wird, nachher über Apps oder Zentralrechner oder wie auch immer, und die ganzen Berechnungsmodelle bereits komplett vorhanden sind. Das heißt, dieser Plan scheint mindestens schon seit 2021 vorgesehen zu sein. Wir wollen das mal nicht in Hier und Jetzt und Ist formulieren, sondern in doch im Konjunktiv könnte, denn es sind Informationen, all die Informationen, die wir bis jetzt so aus diesen Zirkeln erhalten haben, haben sich tatsächlich bewahrheitet. Wir gehen eben auch hier davon aus, dass vieles daran echt ist, aber wir bleiben mal im Konjunktiv. Gut, bleiben wir im Konjunktiv. Die Menschen, die uns hier Dinge zutragen, die in den Behörden sitzen, sprechen übrigens nicht im Konjunktiv, aber wir bleiben dabei. Es wird also jetzt immer offensichtlicher, dass alles offenbar ein großer Plan ist und viele der Verschwörungstheorien sich ja offenbar bewahrheiten. Auch das ist nicht wirklich neu. Also wichtig ist für mich eines: Wir werden jetzt in Kürze zu diesem Thema noch einen weit umfassenderen Überblick erhalten, was jetzt gerade passiert und was noch kommen könnte oder kommen wird, bleiben wir so. Und wir werden euch dann natürlich ganz zeitnah auf dem Laufenden halten. Es gibt, ich habe heute nur mal die aktuelle Tagespresse mir angesehen und ich möchte vielleicht noch mal zwei Beispiele nennen, die darauf hinzielen, dass das in diese Richtung führen könnte. Fakt ist ja, Andreas, dass das, was du jetzt hier uns berichtest, dass das ja weiterhin in einen großen Widerstand münden wird, wenn die Menschen erst einmal gewahr werden, was die Ämter, die Behörden, Berlin mit ihnen vorhat. Und es ist ja jetzt schon sehr schwer, das alles noch zu schultern, und nicht nur finanziell, sondern auch seelisch prasselt das auf die Menschen ein, wie tatsächlich eine hybride Kriegsführung, sodass man ja in eine Art Schockstarre gerät. Das darf auf gar keinen Fall sein, sondern Ruhe bewahren, Überblick verschaffen. Und es ist nur wichtig zu verstehen, was da offenbar geplant ist. Und dieser Kampf kommt jetzt so langsam in einen Zenit. Aber das bedeutet nicht, dass sie den Kampf gewinnen. Im Gegenteil. Einer unserer Informanten, der direkt den Kontakt zu den Entscheidersprachrohren, also zur obersten Politik hat, der sagte mir: Es ist unglaublich, auf welches Szenario wir zusteuern. Entweder man führt das totale Chaos bewusst herbei oder man hat die Kontrolle verloren. Also selbst in den obersten Etagen spricht man eventuell schon von einem Kontrollverlust. Und ich kann mir auch nicht mehr vorstellen, dass man diese Szenarien hier im Vorfeld beurteilen und steuern kann. Also es gibt hier offenbar eine Planung, und ich habe darüber gesprochen in meinem letzten Video der Wissensmanufaktur, und da habe ich den Begriff des freien Falls mit eingebaut. Das heißt, es sind alles konkrete analytische Planungen, aber wenn die Umsetzung erfolgt, dann gerät die Planung in einen Prozess des freien Falls. Nichts mehr ist dann steuerbar. Es läuft dann im Prinzip in sich. Und wenn dann die Akteure, die dort in diesem Plan eine Rolle spielen, zum Beispiel die Menschen, so nicht reagieren und mitspielen, wie man es geplant hatte,
dann scheitert ein Plan. Pläne scheitern regelmäßig und der Plan dieser gröbsten und krudesten Annahmefehler, den Menschen als seelenloses Ding zu sehen, welches man steuern kann, wie irgendwelche Gegenstände, der geht nicht auf aus meiner Sicht. Ich finde, das ist das bessere Schlusswort heute. Die Themen, die da in die Richtung gehen, die werden wir morgen im Podcast kurz ansprechen. Ihr könnt selber eure Augen und Ohren offen halten, wo ihr das Gefühl habt, in welche Richtung könnte es gehen. Vielleicht noch ein Hinweis, das ist heute auch aktuell in der Diskussion, das ist AdBlue und dass eben AdBlue auch weniger wird, dass deswegen die LKWs nicht mehr fahren können, die Unternehmen sie auch nicht mehr losschicken können und ohne AdBlue zu fahren würde einen viel höheren CO2-Ausstoß bedeuten, heißt es, was die Grünen nicht tolerieren würden, heißt unterm Strich Lebensmittelknappheit ist absolut jetzt vorprogrammiert. Auf ganz verschiedenen Wegen ist sie seit 2,5 Jahren zu uns gekommen. Wir bitten euch, bitte, bitte, bleibt in eurer Kraft, bleibt weiter, so es nur möglich ist, in der Vorsorge. Und es ist ja nicht auszuschließen, dass wenn dieses System hier tatsächlich so eingeführt werden würde, dass politisches Wohlverhalten eben auch dafür gut ist, dass man genügend Lebensmittel bekommt. Also ich kann euch eines versprechen, wir werden weiter am Ball bleiben und soweit wir neue Informationen über Instruktionen dort in den Behörden haben, werden wir euch informieren, sofern wir darüber Kenntnisse erlangen über unsere Kontakte. Ja, vielen Dank, Andreas. Ihr Lieben, bleibt stark, bleibt stabil, bleibt beschützt und bleibt mit dem Licht verbunden. In diesem Sinne, bis morgen. Alles Liebe auch von mir.